Hallo, bald gibt es Neuigkeiten von AS Motor. Im Frühjahr 2018 kommt eine neue Maschine auf den Markt, der AS 980 Enduro. Mit dieser Maschine eröffnen wir eine neue Schnittklasse, nämlich die Schnittklasse mit einer Breite von 98 cm. Das hier ist eine Erprobungsmaschine. Seit einem Dreivierteljahr testen wir die Maschinen auf Herz und Nieren. Und die Produktion wird im Winter 2017 starten und Sie können das Gerät im Frühjahr 2018 bei Ihrem AS Motor Fachhändler kaufen. Äußerlich sieht die Maschine aus wie der AS 900 und man kann sagen, der AS 900 ist der kleine Bruder des AS 980 Enduro. Der AS 980 Enduro ist eine Zweiradmaschine, sprich Antrieb erfolgt über die Hinterachse. Wir haben eine Differentialsperre eingebaut, wenn die Räder durchdrehen, können Sie das Differential sperren. Mähdeck 98 cm, das ist ganz schön breit und mit der hohen Geschwindigkeit der Maschine von 11,5 km/h können Sie große Flächen im mittleren und flachen Gebiet sehr, sehr schnell mähen. Das Mähdeck ist ein Seitenauswurf-Mähdeck, sprich das Gras kommt von vornherein, wird von einem Messerbalken mit zwei auswechselbaren Klingen gemäht und wird zur Seite und nach hinten ausgeworfen. Die seitlichen Klappen können sich anheben. Hier sehen Sie das Messer mit den auswechselbaren Klingen. Ein Ziel der Neukonstruktion war, den Platz für den Fahrer zu vergrößern. Wenn Sie mal schauen, ich bin 1,84 Meter, ich kann hier sehr, sehr komfortabel sitzen, habe super Beinfreiheit, Beine stelle ich vorne ab und wir haben das neue ergonomische Lenkrad vom Sherpa übernommen und ich habe eine optimale Sitzposition, um große Flächen über viele Stunden hinweg komfortabel zu mähen. Eine wesentliche Verbesserung des neuen AS 980 stellt auch das neue Sitzfederpaket dar. Wir haben ein ganz neues Sitzfederpaket konstruiert mit einer progressiven Federung, mit neuen Endanschlägen und mit einem neuen Gasdruckdämpfer. Die Federung ist erheblich feinfühliger und nimmt alle Schläge raus. Sie wird hier eingestellt für Fahrer mit einem Gewicht von 60 bis 120 Kilo. Der Sitz ist in der Länge verstellbar. Und wir haben dem 980 unseren Sherpa-Sitz verpasst. Das ist ein sehr komfortabler Schalensitz, der Ihnen bei Fahrten quer zum Hang Seitenhalt bietet. Die Bedienung ist ganz einfach. Choke, Gashebel und hier der Fahrhebel für Fahrt nach vorne mit dem stufenlosen Hydrostat 0 bis 11,5 km/h. Stopp und Fahrt nach rückwärts. Vorne rechts haben wir ein Bremspedal. Wenn Sie die Maschine bremsen möchten oder abstellen möchten, treten Sie es und können sie auch blockieren. Im Cockpit haben wir den Zündschlüssel und die elektromagnetische Messerkupplung. Neu ist auch die Schnitthöhenverstellung. Wir haben eine neuartige Schnitthöhenverstellung. Sie ist Gasfeder unterstützt und stufenlos. Mit dem linken Fuß kann ich die Differentialsperre betätigen, wenn ein Hinterrad durchrutscht. Wir haben den AS 980 Enduro einen klappbaren Bügel verpasst. Wenn Sie unter Bäumen durchfahren, können Sie ihn umlegen. Und Herzstück der Maschine ist der starke Motor. Bei 98 cm Schnittbreite haben wir gesagt, wir bauen richtig Power ein. Wir haben genommen einen 27 PS Brix Motor aus der Commercial Serie mit Zyklonfilter. Ganz wesentlich für eine professionelle Maschine ist die Ölkühlung. Wir haben hier einen extra Ölkühler eingebaut. Wir haben den Ölfilter nach außen gelegt, um hier nochmal Wärme abzuleiten. Und wir haben für einfachen Ölwechsel einen Schlauch eingebaut, an dem Sie einfach das Altöl ablassen können. Mit dabei bei der Maschine ist ein Mulchkit. Mit ihm können Sie den Heckauswurf verkleinern und die Qualität des Mulches verbessern. Das Einsatzgebiet des AS 980 Enduro sind große Flächen mit hohem Gras. Mit der vielen Kraft der Maschine und dem starken Mähwerk können Sie bis 1,50 Meter hohes Gras mähen. Mit Ihrem Zweiradantrieb ist er passend für flaches Gebiet und leichte Steigungen. Wenn es dann steiler wird, empfehle ich Ihnen, auf Vierradantrieb, zum Beispiel den AS Sherpa, umzusatteln.